You look well, Your Highness. That voice. It's Lorethea. Show yourself. Look at that. The heart of the Bionis. The pulsating life of Lord Zanza. Quit your yapping and show yourself. I await Your Highness here. There is something I wish to show you. Your friends are welcome to join you. That is, if they survive. Lorethea, what are you planning? Forget her for now. We must push on to the heart. All right. Auf zum Herzen, auf zum Herzen, Herz, Herzi, Herz, Herz. Warte mal kurz. Hier. Okay, sehr gut. Wir laufen richtig. Ich weiß noch, wie ich mich einfach übelst abgefuckt habe auf der Wii, weil das einfach voll, voll furchtbar war, durchzulaufen, Alter. Ach, Mann. Nice, okay, finde ich in Ordnung. Kann man so machen. Aber es ist so geil, wie hier der ganze Scheiß einfach rumfliegt, weil du einfach so in einem Organismus drin bist, Mann. Das ist einfach... Das ist halt... Das ist halt... Insane einfach. Fucking insane, so. Wie die Gegner halt auch einfach... so mega wacky aussehen, weil sie einfach so das Dings sind. Wie heißt das? Das Immunsystem. Was sind Worte, Alter? Babababab. Look how much I don't care. Kann ich einfach... Nee, ich kann nicht darunter springen. Das endet böse. Hey, Atmos, was geht ab? Es ist einfach ein Wii-Spiel, Mann. Das ist ein fucking Wii-Spiel hier. Seht euch den Scheiß an, Alter. Einfach... mega insane, so. I don't care about anything. Da 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 da. Verdammt. Yeah, well played. We did it. It's fucking dead. Stellt euch vor, ihr hättet drei Köpfe. Gibt's eigentlich eine Erklärung, warum eine Telephia in Xenoblade Chronicles X rumfliegt? Ich weiß halt nur, dass das Ding im Spiel irgendwie auftauchte und es gab so eine Cutscene dazu, die irgendwie voll präsentierte. Und man war so, okay, was bedeutet das? Und dann gab es nie eine Erklärung dazu. Das war einfach so total random, wurde der Plot-Thread einfach gedroppt. Und keiner hat sie hinterfragt. Stell dir vor, du bist Dodiro und die beiden anderen Kämpfer hassen dich. Es ist halt einfach... Be strong, Clarence. Be strong for mother. Ja, das war halt mega der High-Lol-Bye-Moment. Das war so total random. Du kannst halt gegen das Teil kämpfen, aber das ist irgendwie... Das ist eine richtige Erklärung? Was zum Fick und so? Kriegst du nicht. Das ist einfach... existiert einfach nicht. Ach stimmt, die Default-Erklärung bei X war ja immer It's must be the planet. Gott, ich hasse Xenoblade Chronicles X so sehr, Alter. Das ist so ein Kackspiel, Mann.
Oh, es ist halt voll schwer vorzustellen, dass das von den Leuten kommt, die einfach das Spiel hier gemacht haben. Halt, hier ist halt einfach alles so voll fucking durchdacht und alles ist so total sinnig und macht irgendwo eine Connection zu irgendwas anderem. Es ist halt voll krass, wie das ganze Ding fällt halt wie so ein Puzzle einfach ineinander zusammen und alles ist geil und die Charaktere sind super und Musik ist geil und Welt ist großartig. Dann kommt Xenoblade Chronicles X und nichts macht fucking Sinn. Story ist voll scheiße, das Einzige, was gut ist, ist die Grafik und das war's. Soll ich es nicht weiterspielen? Nein. Also Xenoblade Chronicles X, wenn du es für die Story spielst, ist so eine scheiß Zeitverschwendung. Also halt richtig. Das Ende ist so ein Schlag ins Gesicht. Es ist halt echt nicht witzig, Mann. Welcome to my world. I must say, I am surprised. Zanza's vessel truly does have a will of its own, and looking quite sprightly. I'm still alive. I won't die. Not yet. And that's why we're here. Everyone who lives in this world has a life. So, it shouldn't be threatened by anyone. We'll never give in to Zanza. So full of passion. Well, if it's life you're looking for, I'll show you true life. It's... Kallion! Brother! There is no use in calling. It worked before. But now his transformation is complete. He is my adorable servant. Do you know the meaning of the word telepia? It means that which eliminates impure life. Impure life, just like you. That which Lord Zanza does not require shall be extinguished from this world. Enjoy this battle, for it will be your last. Damn, okay. Was ist das jetzt für ein Wacker-Schild? Okay. Was ist hier am Abgehen? Oh, er ist tot? Was ist hier denn los, Mann? Okay, so Chain Attack mir einfach die Scheiße aus ihr raus, Mann. Oh, jetzt gib mir doch Chains, Mann. Was ist dein Problem? Ach, jetzt funktioniert es natürlich, ne? Backlash! Come back! We're counting on you! Here I come!
Ha. Brother? Is that really you? Oh, I have longed to see you. I too, Melia. Brother, I must apologize to you and to everyone. Because of our transformation into Telethia. I am a princess, but I brought misfortune upon the High End here. You are mistaken, Melia. The Telethia gene lies dormant within us all. There was no escaping the cursed blood in our veins, sister. It was fate. That is why our father sought to dilute the bloodline. You are the hope of the High Entia. You will not transform into a Telethia. Even after the Bionis has reawakened, you can still succeed the Imperial line. You have the power to end our suffering. Knowing this, both I and father were happy to sacrifice ourselves. It was our choice. Brother. There is no need to fear. After all, this is precisely our wish. In the end, you are the only ones who can stop Zanza. Yes. Now, leave her to me. You must go. You must accompany Shulk. You! What have you done? I have done nothing. This is your destiny. Accept it with dignity! Ah! My body! No! I was promised immortality! Brother. Melia, at long last I can be with father. You must now live your own life. The path you forge, the future you choose. That is the hope of the High Entia. Thank you, brother. Your words will stay with me forever. His words? Oh, Ricky heard. Ricky heard Melly's brother. Oh, Kallian say, hope of bird people. Where Melly's brother? Oh, Ricky not see him, but Ricky hear him. Ricky. You too heard his parting words. Thank you. Melia. Thank you for your concern. I am all right. Let us go and secure the future my brother so hoped for. We will. Together.
Such a brave princess. Dixon! Don't look at me like that. I take time out of my schedule to send you off to a nice spot, and that's how you welcome me. What do you mean? I'll be waiting at Prison Island. I've picked out a lovely place to return your flesh and blood to the Bionis. Don't keep me waiting. See ya later. I'm gonna... Come on, everyone. We've got to get to Prison Island. Okay.